Der algerische Ministerpräsident Abdelmalek Sellal wird sich heute bei einer Pressekonferenz zum blutigen Geiseldrama in der Wüste äußern. Mindestens 80 Menschen kamen ums Leben und die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Minori Kyuchi, Japans stellvertretender Außenminister, reiste nach In Amenas. Unter den Vermissten sind nach Angaben der japanischen Ingenieursfirma GGC Corporation auch 10 Japaner. Es könnte sein, dass sie verletzt wurden und in einem Krankenhaus liegen. Allmählich kommt heraus, was die Geiseln durchgemacht haben. Ein Japaner erzählt, wie die Islamisten vor seinen Augen 2 Geiseln erschossen. Er habe gedacht, seine letzte Stunde habe geschlagen. Auch der Brite Alan White stand Todesängste aus. Ihm und seinen Kollegen gelang es zu fliehen, doch in der Wüste wurden sie von bewaffneten Männern aufgegriffen. Als diese die Ausländer von den Algeriern trennten, bekam er es mit der Angst zu tun. Er dachte, er sei wieder in der Hand der Islamisten. Es sei schrecklich gewesen. Erst später stellte sich heraus, dass es sich bei den Männern um algerische Sicherheitskräfte handelte. That was a horrible, horrible thing that you've escaped, that you've escaped. Mittlerweile ist White wieder zu Hause bei seiner Familie. Er will den Albtraum von In Amenas so schnell wie möglich hinter sich lassen.